Ja, wir können noch mal kurz das Wesentliche abklären. Bevor wir dann mit unserer Untersuchung loslegen. Wer allerdings jetzt schon untersuchen möchte, den halte ich nicht davon ab. Also das Sein oder das hier ist so einfach. Jeder von uns weiß es. Für das Wesentliche gibt es absolut nichts zu tun. Das ist schon direkt unsere Erfahrung. Hier bin ich. Jetzt. Ob dein Auto noch da steht, wo du es gerade abgestellt hast, kannst du jetzt nicht wissen. Ob du noch jemals in dein Auto reinkommst, auch das kannst du nicht wissen. Die Möglichkeit besteht zwar, du kannst nicht mal wissen, ob die Erde wirklich rund ist, weil, wie willst du das wissen? Wenn, dann hättest du irgendjemand erzählt. Du hast es gelesen oder im Fernsehen gesehen. Aber dass du jetzt hier bist, das muss dir keiner erzählen. Das weißt du einfach so. Ohne Zweifel. Selbst wenn du es anzweifelst, dann weißt du immerhin, dass du jetzt hier bist und zweifelst. Ja, und was ist jetzt so Besonderes daran? Das ist das, was wir jetzt erforschen dürfen. Du kannst vielleicht schon spüren, was einfach das Erkennen dieser Einfachheit direkt hier jetzt in deiner Erfahrung macht. Und es lohnt sich, dieses Wissen, was so einfach ist, zu untersuchen. Wer bin ich? Was ist jetzt? Was bedeutet hier? Ohne danach zu sagen, hier bedeutet das, jetzt bedeutet das, sein bedeutet das und ich bin das. Kannst sozusagen in der Erforschung direkt in den Juice der Stille kommen. Nicht in so einen langweiligen, leeren, stillen Raum. Und wenn du das Gefühl hast, du bist stuck mit deiner Untersuchung, wenn da Fragen sind, Schwierigkeiten, dann komm gerne her und lass uns zusammen untersuchen. Ich habe hier nichts anderes zu tun. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich komme jetzt nach vorne, um einfach ganz neu zu gucken. Das ist gut. Ich habe gerade ein bisschen Schmerzen.
Körperliche Schmerzen. Das mit dem Juice hat mich irgendwie gelockt, merke ich. Weil ich kenne beides. Ich kenne so eine auferlegte Stille, so eine Disziplinstille. Die hat dann nicht so viel Juice. Aber ich kenne auch das, was einfach passiert. Ich meine, was immer wieder so als Paradox erscheint, ist ja, dass im Grunde beides einfach auch Erfahrungen sind, die ich ja, wenn das alles wirklich so stimmt, was ich jetzt wieder neu herausfinden möchte, sowieso überhaupt nicht beeinflussen kann. Auch wenn es so aussieht, das ist ja diese Illusion. Aber genau, ich möchte jetzt einfach mal ganz frisch gucken. Wer weiß, vielleicht habe ich bisher das immer in den falschen Hals gekriegt. Wer weiß. Weiß man nie, ist mir schon oft passiert, dass ich das gemerkt habe. Oh, interessant. Also eigentlich ständig, immer wieder, ich gemerkt habe, nee, war es immer noch nicht. Ja, wunderbar. Das ist toll, weil das lässt uns weiter in der Forschung bleiben. Genau. Diese Annahme, es irgendwie zu haben, das ist irgendwie total tricky. Ne? Hm. Also, jetzt habe ich es geblickt. Ja, weil es sind immer noch zwei, ja? Mhm. Es und ich. Ich habe es geblickt. So, hier auf der Gefühlsebene oder Empfindungsebene scheint es immer mindestens zwei zu sein. Ne? Aber diese zwei, wo findet es statt? Das sind Benennungen. Ja, das sind Benennungen und es scheinen durch diese Benennungen zwei verschiedene Dinge zu sein. Aber diese zwei verschiedenen Dinge finden statt im Bewusstsein, ne? In dir. Stimmt es für dich auch, oder erzähle ich gerade irgendwas, wo du sagst, hä? Also ich merke, wieso zuerst natürlich, wenn du was sagst, versucht mein Verstand das natürlich aufzunehmen und zu verstehen. Und dann schaltet man ein Teil in mir auf Entspannen wieder. So, weil ich aus Erfahrung einfach weiß, dass der Verstand wirklich auch nicht lösen kann. Ne? Und wenn ich dann auf Entspannen schalte, dann, was heißt ich schalte, also könntest jetzt auch sagen, das sind erlernte Wege, okay. Wie auch immer. Lass uns noch einfacher machen, ne? Ja. Und dass der Verstand auch mit dabei sein darf. Wir können verstehen, dass hier Bewusstsein ist, oder? Ich nehme es wahr. Ich sage jetzt, ich nehme es wahr. Okay. Also es ist klar, dass hier sich irgendwas bewusst ist. Ja, hier ist Bewusstsein. Genau. Ja. Ist es tatsächlich möglich, das Bewusstsein wahrzunehmen? Oder ist es eher so, das ist erstmal, dass wir nur wissen, dass Bewusstsein hier ist. Können wir Bewusstsein wahrnehmen, so wie wir Gaia wahrnehmen können oder Blumen und so? Also ich habe den Eindruck, dass es ist wirklich eine Wahrnehmung. Also ich habe den Eindruck, dass wenn da Platz gegeben wird, das Bewusstsein dann alles durchdringt. Okay, das
in dieser Erforschung wird es auch hier festgestellt, dass das, ja, das durchdringt alles. Es ist irgendwie nirgendwo limitiert, Bewusstsein. Ja. Ja, es ist kein Unterschied, ob die Blume oder ich in dem Fall. Ist alles durchdrungen von Bewusstsein. Das ist natürlich für das Ego ganz schwer zu verdauen. Auch das Ego ist durchdrungen von Bewusstsein. Dass dieses Mikrofon genauso viel Bewusstsein haben soll wie ich, ist für mich schwer zu verdauen. Ja, so, jetzt können wir gucken. Was ist ich und was ist Bewusstsein? Ich. Ist ich Ego? Ich ist der Urgrund, die schon die Quelle, ist eigentlich alles. Alles. Und der Rest sind Täuschungen. Was für ein Rest? Ich merke schon, dass es da dieses Spiel gibt. Zumindest fühlt es sich so an. Ich kann dieses Ich wahrnehmen als ganz weit, was alles ist. Man könnte sagen, es ist dasselbe wie Bewusstsein, ne? Ja. Weil es ist auch ganz weit und durchdringt alles. Ist in allem enthalten. Aber ich kann natürlich auch die Identifizierungen wahrnehmen. Genau. Genau, wo ich dann denke, ja, jetzt spreche ich gerade, das bin ich, ne? Sogenannte Ego. Wobei ich merke, das fängt jetzt an zu bröckeln, wenn ich das schon sage. Genau, und sprechen passiert trotzdem weiter, ja? Also wenn ein Ego sprechen könnte. Ein Ego kann gar nichts, es gibt gar keins. Es ist ein Gedanke. Ja, trotzdem, ich meine, das, was ich erfahre, oder was heißt ich, also gut, nehmen wir dieses Ich, in welcher Form auch immer, sei es nur in deiner Form oder in Form einer Blume, es sieht nach einem Weg aus. So, das, was du erfährst, wenn der Fokus hingeht auf das, was du erfährst, könnte man sagen, Beginn des Spiels. Worauf ich hier hinweisen möchte, ist, wer registriert das Spiel? Wer registriert die Erfahrung oder Empfindung? Oder die Empfindung Gaia? Das Bewusstsein. So. Und wo ist jetzt die Trennung zwischen mir und Bewusstsein? Und mit ich meine ich nicht Gaia. Oder mit du meine ich nicht. Wo ist die Trennung zwischen ich und Bewusstsein? Was ist der Unterschied? Gibt es keinen. Gibt es keinen. So, jetzt darf dein Verstand wieder dazukommen und sagen, ah, klar, da ist es ja ganz klar, ich bin Bewusstsein, ne? Da gibt es keinen Unterschied, also ist es dasselbe. Stimmt, ne?
bin. Das, was wir gerade erforscht haben, kannst du jetzt sehen, ich bin überall. Ich durchdringe alles. Was es uns so schwer macht, das tatsächlich zu artikulieren und zu wissen, ist die Gewohnheit, uns zu identifizieren mit Ego und Mind und Empfindungen, weil wir ein Leben lang als Gaia angesprochen werden. Oder? Und du hast den Job und die Rolle. Und so. Das ist die Eigenschaften, ja, ja, genau, ja. Und so weiter und so, ja, fort, ja. Und in meiner Erfahrung fängt da erst die Erforschung tatsächlich an. Weil dieses Bewusstsein ist unendlich. Wo willst du da aufhören zu suchen oder aufhören zu erforschen? Es geht gar nicht. Wenn du aufhörst, begrenzt es irgendwie. Wobei, es kann ja, also ich dachte gerade, es kann ja keine andere Erfahrung haben, als sie gerade hat. Das stimmt. Also, ich meine, so im Kopf tauchen ja, das ist etwas, wo, ja, ich spreche einfach ganz normal weiter. Ja, klar, wir können ganz normal bleiben. Ich meine, diese Identifikation, also eben eine Person zu sein, die ganz bestimmten Herausforderungen gestellt ist und einfach bestimmte Baustellen auch hat im Leben, wo man merkt, da möchte ich einfach oder ich wünsche mir, dass es da einfach besser läuft, dass sich da Dinge verändern, ne? Wo ich dann einfach merke, da ist ja je nachdem auch ein Schmerz da oder eine Sehnsucht, da wünsche ich mir einfach, dass das anders wird. Ich erzähle das jetzt einfach so, weil das irgendwie so ein scheinbarer Gegensatz zu sein scheint. Ja? Ja, es wird ja oft so ein bisschen, wie soll ich sagen, zumindest kritisch oder betrachtet, wenn man an der Psyche arbeitet, an der sogenannten Psyche arbeitet. Ich merke, ich verliere so ein bisschen den Punkt. Weil das ja so ein scheinbarer Gegensatz ist. Auf der einen Seite, ich meine, gut, es passiert sowieso das, was passiert. Und wenn meinetwegen dieses Ich diese Erfahrung haben möchte, dass ich wirklich durch ja, die Erfahrung, wir nennen es jetzt, es kriegt einfach den Namen Psychotherapie, schlicht und ergreifend, ne? Dass dieses Ich dadurch Erfahrung sammelt, dass sich wirklich Dinge verändern. Ne? Also ich meine, ich sage das jetzt, weil das immer irgendwie so konträr zu stehen scheint. Ne? Wobei, also ich meine, es kann ja nur so sein, dass das im Grunde das alles erfahren will. Ne? Welche Wege, welche Möglichkeiten gibt es, was lässt sich da alles herausfinden? Ne? Es ist immer das Problem dann wirklich dieser Identifikation. Ne? Verstehst du auch, was ich hinaus möchte? Verstehe schon. Was ich dich nochmal fragen will, ist, wenn die Erforschung von dir als Bewusstsein stattfindet, hier jetzt, ne? Wenn einfach diese Erforschung stattfindet, wie groß ist dann der Drang, dass sich in deinem Leben irgendwas ändern müsste?
Der ist nicht da. Der ist nicht da. So von dem Wissen aus gesehen, ist das, was du meinst, ist diese Psychotherapie kritisch zu sehen. Ja? Weil was wir ja oft versuchen über die Psychotherapie, ist genau in diese Ruhe zu kommen oder in diese. Und das ist nicht möglich, notwendig, weil du kannst es direkt hier, ja, direkt hier sehen und erfahren. Da muss gar nichts verändert werden. So, was ich aber auch noch sagen will, ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist, eine Psychotherapie zu machen. Oder schlecht oder gar verwerflich oder dich an der Erleuchtung hindert oder irgend sowas unspirituell. Überhaupt nicht. Ja, also ich meine, ich stelle mir das so vor, oder was heißt, ich stelle mir das so vor, da sind einfach bestimmte Türen zu und die müssen im Grunde wieder aufgemacht, oder das heißt müssen, die werden, wenn die Möglichkeit oder diese Opportunity, diese Gelegenheit da ist, dann kann es sein, dass sich diese Türen öffnen, dass im Grunde wieder Wege begangen werden, die lange Zeit überhaupt nicht sichtbar waren oder einfach nicht da waren. Ne? Also das sind im Grunde Gelegenheiten, in denen so etwas eher passieren kann, wie auch immer man das bezeichnet. Ne? Also ich sage das jetzt so, diese Ruhe gut, oder was heißt Ruhe, dieses Wissen, diese Sicherheit oder dieses Vollkommensein, das hat manchmal auch so ein bisschen was Statisches. Also, wie statisch ist es gerade? Wie statisch ist es gerade? Jetzt? Es ist überhaupt nicht so statisch. Also es ist. Und es ist wunderbar, was du sagst, ja, weil tatsächlich, wenn es das Ich gibt, was da rein will, in diese Ruhe, in diese Stille, in diesen Frieden. Dieses Ich da, diese Bewegung, das macht es irgendwie statischer. Das ist diese künstliche Stille, von der wir anfangs gesprochen haben. Genau. Wenn du hier jetzt versuchst, Bewusstsein zu beschreiben, wie still das ist, deine Erfahrung? Kennst du irgendwas, was stiller ist? Stiller nicht, aber es gibt Dinge, die nah dran kommen. Also in den Alpen zum Beispiel, wo ganz weit oben ist. Es kommt nah dran, ne? Auch ein schalldichter Raum kommt nah dran, ne? Aber nur nah dran. So, wenn du da hingehst, da kommt jede Menge Juice. Ja? Für mich jedenfalls. Das ist überhaupt nicht statisch. Fest, es ist voller Energie. Weil ich merke allein noch schon der Gedanke, wenn ich da hingehe, das macht eng. Also ja. Ach, meine Worte, meine Sprache ist einfach dämlich. Nee, ich wenn es erforscht wird.
wenn es in diese Erfahrung mit einbezogen wird. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders sagen soll. Das macht viel aus, merke ich gerade. Hm. Eine ganz andere. Kommt jetzt was ganz anderes mit diesen Worten. Hm. Dann tut es mir leid, dass ich mich manchmal so doof ausdrücke. Nee, ach, wie willst du denn? Also, ich merke das nur gerade. Ja, das ist wunderbar, dass du es mir sagst, weil ich bin natürlich immer auf der Suche nach der. Wie kann man es am besten artikulieren, dass es nicht verwirrt? Das ist die Sprache dessen. Ja. Ja, das hat jetzt echt den Shift bewirkt. Dieser Unterschied in der Sprache, merke ich, das ist verrückt. Ne? Das heißt, für jeden, haltet euch nicht fest an der Sprache. Ich versuche eigentlich immer nur genau das zu sagen. Das, was gerade den Shift für dich bewirkt hat. Tatsächlich in allem, was hier gesagt wird von mir. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll, aber es ist ja auch der Stuhl. Der ist wohlweislich nicht so bequem gewählt. Das war nicht wirklich jetzt flach entwickelt. Zumindest nur so lange, wie es wirklich notwendig ist. Mhm. Selbst das macht einigen nichts aus. Natürlich sofort wieder meinen Verstand und versucht, diese Unterscheidung einzuordnen. Wer ist jetzt der Handelnde? Ich meine, das, wenn ich wirklich weiß, also ich meine, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Ich weiß das nicht, kann das nicht wissen, welchen Einfluss das hat auf die Identifikation oder Täuschung, denen ich vielleicht immer wieder unterliegen werde, die einfach immer wieder da sein werden, keine Ahnung, weiß man alles nicht. Aber irgendwie scheint ja immer genau das Richtige zu passieren, ne? So. Wenn es an sich wenn es sich auserwählen ist oder wenn es eine Verkörperung ist oder eine Materialisierung in welcher Form auch immer. Ja, ich wüsste nicht, was falsch oder nicht richtig ist. Also welche Handlung nicht richtig wäre. Und du kannst ja direkt hier jetzt erforschen, wer macht diese Bewegung. Wer atmet, wer spricht, wer denkt. Wer sieht, wer hört, wer sagt, ich stehe jetzt auf oder ich bleibe sitzen. Es gibt diese Untersuchung, ne? Wenn diese Handlung ausgeübt wird, zu gucken, von wo aus kommt der Impuls, dass das gemacht wird. Das ist nicht zu finden. Der Impuls kommt nach der Bewegung. Dass was ganz Wichtiges gerade passiert. Kannst du es mitteilen, oder? Ja.
dass so dieser Teil, der irgendwo noch ankommen möchte, dass der gerade so zusammenwächst, dass da was zusammenwächst, dass da was zusammenkommt. Ist eine Beschreibung. Also ich spüre es zumindest, wenn ich das Wort energetisch benutze. Also verändert sich was. Ja, das war ein Vergnügen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Aber jetzt mal wirklich mal den Platz fallen. Okay. Ach, Obladen gibt es heute auch keine. Ja, hat ja schon gestern